So, was geht ab? Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, ich werde euch heute das erste Mal über meine erste große Liebe erzählen, und zwar den Fußball. Voll oft in Livestreams sagen die Leute, oh mein Gott, du siehst voll aus wie ein Fußballer und hast du mal Fußball gekickt und so weiter und so fort. Und ich bin nie auf diese Thematik eingegangen, aber ich habe gemerkt, dass das eigentlich ziemlich interessant sein könnte. Erwartet jetzt keine Profikarriere, aber auch auf jeden Fall keine schlechte Karriere. Ich werde von Station, also chronologisch durchgehen, deswegen hört einfach bis zum Ende zu. Ich versuche das Ganze One-Take zu machen, das heißt, es werden keine Cuts mehr kommen. Aber ich glaube, so gibt es einen das Gefühl von, okay, ihr seid in der Story drin, und ich hoffe, ich kann das auch so vermitteln. So, meine Fußballkarriere hat ganz früh angefangen, ganz, ganz früh, und zwar mit 6. Das heißt, mit 6 wusste ich schon, okay, ich werde auf jeden Fall eines Tages Fußballer, ich werde auf jeden Fall eines Tages Profi, und der Traum meines Lebens ist, Fußballer zu werden. So, was habe ich gemacht oder was hat meine Mutter gemacht? Wir haben uns damals in Kickers Offenbach, ich komme aus Offenbach und das war so der größte Verein hier in der Umgebung, also in Offenbach ist das der größte Verein. Bin hingegangen, habe noch nie vorher Fußball gespielt in irgendeinem Verein, mal mit Kollegen oder sonst was oder im Kindergarten oder so, aber sonst noch nie, und bin da krachend gescheitert, weil einfach ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie Fußball überhaupt funktioniert. So, wurde da abgelehnt als 6-Jähriger, was schon heftig ist. War aber auch mit Älteren da, also ich weiß noch, da waren viele 99er, mit denen ich gespielt habe in dem Trainingstag, also viele kannte ich ja aus meiner Schule, es waren ja alles Leute aus meiner Schule, die da damals gespielt haben, und hab dann da, bin da abgelehnt worden und bin dann zu einem lokalen, direkt nebendran Verein gegangen, der etwas kleiner war, beziehungsweise ziemlich klein. So, dort haben die mich genommen und dort habe ich angefangen, Fußball zu lieben und zu lernen, und ich muss sagen, ich habe mich sehr, 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 sehr stark entwickelt, also no joke, ich habe mich unfassbar schnell entwickelt, so dass ich schnell einer der Besten im Team war, schnell einer der Stammspieler im Team war, schnell, also es war dann alles mit 7 bis, also von 6 bis 9 war ich, glaube ich, da. Und schnell wurde ich auch in der Grundschule als der Beste abgestempelt. Das heißt, es gab nur diesen einen Kickerspieler, der noch da war, wo man gesagt hat, okay, er ist der Beste der Schule. Als er dann ausgeschult wurde, war ich in der 4. Klasse mit Abstand, mit sehr großem Abstand der Beste in dieser Schule. Ich war der Kapitän des Fußballteams und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe hier auch noch Bilder, wo man mich sieht, wo die Zeitung mich fotografiert hat, weil ich da, glaube ich, auch irgendwie Torschütze wurde in dieser Zeit. Das heißt, eigentlich die Karriere hat ziemlich cool angefangen und so weiter und so fort. Daraufhin habe ich mir gedacht, okay, cool, das Ganze ist lustig. Ich könnte es ja jetzt wieder schaffen, oder ich könnte es ja jetzt versuchen, zu Kickers zu gehen. Ich war damals 9, das heißt, es ist nicht so streng, und ich bin mir sicher, ich hätte das zu dem Zeitpunkt auch geschafft, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin auf dasselbe Niveau gerade wie dieser eine sogenannte Kickerspieler. So, aber wie man das halt mit 9 eben so macht, man will halt auch mit Freunden spielen. Und da ich von Kickers keine kannte, bin ich zu einem anderen Verein gegangen, der gerade viel gewonnen hat. Das Problem war, der Freund, der mir diesen Verein empfohlen hat, war 2001er. Und ich als 2000er bin in die ältere Mannschaft gekommen. Und diese ältere Mannschaft war wohl mit Abstand die schlimmste Mannschaft, die es, glaube ich, auf der Welt gab. Ich war 1,5 Jahre da und wir haben es einmal geschafft zu gewinnen. Das klingt jetzt unfassbar heftig, aber wir haben wirklich einmal in 1,5 Jahren gewonnen. Wir alle waren okay Kicker bis gute Kicker, aber wir hatten absolut kein Teamgefühl. Es gab viel Stress in der Mannschaft und der Trainer war auch kein Trainer, sondern Hausmeister, kein Respekt an ihm, aber er hatte halt auch absolut keine Ahnung vom Fußball. Auf das Ding habe ich Fußball erstmal aufs Eis gelegt. Ich habe dann mit Kampfsport angefangen, 2 Jahre lang. War da auch ziemlich cool. Ich habe hier sogar noch einen Pokal. War ziemlich cool. Ich dachte, okay, vielleicht der Weg des Kampfsportlers ist es, aber mir hat Fußball immer gefehlt. So, mit 13 sind wir dann umgezogen und mein Nachbar hatte in einem Fußballverein gespielt. Und ich war, um es bescheiden auszudrücken, ich war besser als mein Nachbar, obwohl ich 2 Jahre lang kein Fußball gespielt habe. Und habe mir gedacht, okay, weißt du was? Ich kenne ihn. Also wir waren zu dem Zeitpunkt, sind wir dann Freunde geworden. Lass mal einfach in seine Mannschaft gehen. Und das war dann HFC Offenbach. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, der aus Offenbach kommt oder aus Umgebung. Also davor, der Verein war VfB Offenbach. Und jetzt sind wir bei HFC Offenbach. Ich war da 13 ungefähr. Hier seht ihr auch Videos und so weiter und so fort. Und habe mich schnell, sehr schnell in dieses Team etabliert. War auch Stammspieler. Das erste war ziemlich schwierig, weil wir einfach nicht besonders stark waren, weil wir auch die Spieler rundherum nicht hatten. Aber das zweite Jahr, ich hoffe, ich finde da noch Statistiken, war wirklich abnormal. Im Schnitt könnt ihr euch vorstellen, wir haben jede Mannschaft über 10-0 weggeklatscht. Und das ist kein Witz. Es war zwar die zweitniedrigste Liga, das heißt Kreisklasse 2 oder 1, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es die Kreisklasse, also nicht mal Kreisliga. Das heißt, es war ziemlich niedrig,
Aber mit diesem Team hätten wir es auf jeden Fall irgendwohin geschafft. Safe. So, der Trainer war auch jetzt nicht besonders überragend, muss ich sagen. Er wurde auch rausgeschmissen. Aber im Endeffekt hat er Spaß am Fußball gehabt. Und das ist mir immer wichtig an einem Trainer, dass er diesen Sport auch wirklich liebt. Nicht einfach, weil Image oder weil dies, sondern der Trainer muss diesen Sport lieben. Und ich muss sagen, dabei HFC, der Trainer hat den Sport geliebt, aber hatte nicht sonderlich heftig viel Ahnung von Fußball. Aber wie gesagt, er hat uns so unterstützt, wie er es tun konnte. Und wir haben ja auch, wie gesagt, jedes Spiel wirklich über 10-0 gewonnen. Die meisten Spiele waren sogar über 20. Ich hoffe, ich finde noch ein paar Spiele raus. Dann zeige ich euch das mal. Wir waren wirklich mit heftigem Abstand erster Platz. Also wir haben die Liga absolut kaputt gemacht. So. Auf das Ding, der Trainer, wie gesagt, wurde rausgeschmissen. Das war ziemlich, ziemlich schade. Und die Mannschaft hat sich aufgelöst. Ihr müsst überlegen, wir hatten einen Stürmer, der war unfassbar beidfüßig, abschlussstark, schnell, geistkrank. Ein linker Flügel, wo ich bis heute sage, hätte er sich Mühe gegeben, er hätte safe noch. Er hätte vielleicht auf Profi-Level spielen können. No joke, weil er war einfach ein Talent an sich, aber er hat nie trainiert. Das hört sich jetzt an wie in einem Anime, aber es ist so. Er hat kaum trainiert, sich nie Mühe gegeben, aber was der Typ mit diesen Gegnern gemacht hat, ich kann mich an eine Szene erinnern, der Ball kommt hoch, er guckt sich das Ganze an, der Ball kommt hoch, er macht First Touch, no joke. Und in dieser Liga ist jetzt egal, ob das ein Gegner in der Kreisliga ist oder in der Kreisklasse oder auch in der Hessenliga, ist es egal. Der Ball kommt hoch, First Touch, er nimmt den mit der Hacke über den hoch und nimmt den Ball dann über ihn an. Also der Ball flattert über, also er nimmt den an mit der Hacke, geht über den Gegner und er läuft so vorbei und nimmt ihn noch One Touch perfekt an, läuft zum Tor. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er ein Tor gemacht hat. Ich glaube nicht. So, aber trotz alledem geisteskrank. Also auf diesem Level hat er gespielt und mich als rechten Flügelflitzer, der wirklich immer der Schnellste war. Egal wo ich war immer, immer, immer der Schnellste. Außer, und das ist auch ein sehr wichtiger Faktor, außer in meiner Schule, weil in meiner Schule hatten wir, also als ich in der weiterführenden Schule war, hatten wir einen Spieler, der war aus Eintracht, war ein sehr guter Freund von mir. Er hat bei der Eintracht Frankfurt gespielt. Und das war immer so, okay, krass, NLZ ist nochmal was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Niveau und da wollen wir eigentlich ja hin. So, und er war nochmal einen Ticken schneller als ich, würde ich sagen. Mal war ich weiß gar nicht, ob er schneller war. Bis heute, er sagt, er ist schneller als ich, aber so, jetzt mittlerweile safe, aber damals, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir haben nie so ein Sprintduell gemacht, auf jeden Fall. Aber er hat bei der Eintracht gespielt, das heißt, er hatte andere fußballische Qualitäten als jetzt nur Schnelligkeit. Und das war immer so cool, okay, krass. Und das war auch der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich spiele jetzt gerade in der untersten Liga, wir zerbomben alles weg, lass mal einen Step höher gehen. Bin dann, in der C-Jugend war das, glaube ich. Ja, das müsste in der C-Jugend gewesen sein. Bin dann zu einem Kreisliga-Verein gegangen, wo ich mir gedacht habe, okay, vom Niveau her war das jetzt gar nicht viel heftiger als der HFC, weil, wie gesagt, bei uns, wir HFC, wir hätten das safe auch in die Kreisliga geschafft. 100% mit diesem Team. Auch mit diesem Trainer hätten wir das safe in die Kreisliga geschafft. Das heißt, vom Niveau her fand ich das gar nicht so heftig. Nur waren dann auch ein paar schnelle Spieler da. Ich war immer noch schneller, aber es waren immer noch ein paar schnellere Spieler, nicht schnellere, aber auch schnelle Spieler da. So, deswegen habe ich versucht, da auf jeden Fall und habe das auch ziemlich erfolgreich geschafft, würde ich sagen, mein Spielziel zu erweitern. Das heißt, Schuss war nie besonders krass meine Stärke, mein linker Fuß auch nicht meine Stärke. Was ist so ein Rohdiamant in meinen Fähigkeiten, was ich vielleicht noch verbessern kann, weil nur schnell zu sein ist schön und gut, aber du brauchst auch eine gewisse andere Fähigkeit, die auch nochmal herausstechen kann in gewissen Spielen. Und so habe ich meine Übersicht und mein Passspiel auf guten Level gebracht, würde ich sagen, auf ziemlich guten Level, bis dann überdurchschnittlich Level. Aber wie gesagt, wir sprechen ja immer noch hier von Kreisliga. Das heißt, für die Kreisliga war es auf jeden Fall überdurchschnittlich. Mein Tempo war sowieso für jede Liga eigentlich, glaube ich, überdurchschnittlich. Und Problem an diesem Verein, das war der Oberrat 05, das heißt, es ist auch in der Nähe von Offenbach, aber es halt fehlt halt dann noch zu Frankfurt. Das war der Oberrat 05. Problem war, ich weiß nicht, warum dieser Mann, der uns trainiert hat, Trainer war. Bis heute, ich verstehe es nicht, weil in meinen Augen der Bruder hatte absolut keine Liebe zum Fußball. Der Bruder hatte absolut kein Verständnis von Fußball. Der Bruder hatte absolut keine Ahnung von, keine, also kein Spieler von uns, kein einzelner, ob. Jetzt der oder der oder der oder der hat sich weiterentwickelt bei diesem Trainer. Das kann ich objektiv sagen. Habe keinen Spieler gesehen, wo ich mir gedacht habe, boah, krass, der ist bei dem aufgegangen. Und das ist ein ziemliches Problem. Das ist selbst bei HFC anders gewesen, bei dem Trainer, der eigentlich weniger Ahnung hat, hätte so, also der eigentlich weniger Ahnung hat. Aber keiner ist bei unserem Trainer zu dem Zeitpunkt aufgegangen. Niemand. Konnte meine Stärken verbessern, für mich selber, individuell. Aber niemand konnte sich bei diesem Trainer verbessern.
Und ich mochte diesen Trainer einfach nicht. Ich mochte ihn nicht und er mochte mich auch nicht. Und so hat er komische Moves gemacht. Er musste mich spielen lassen. Er musste. Aber er hat trotzdem sehr komische Moves gemacht. Mal mich einfach unnötig auf die Bank gelassen und nach 10 Minuten eingewechselt. So, er wollte mich. Es war wirklich eine Prinzipsache, dass er mich nicht Stamm spielen lassen wollte. Er hat mich auf die Bank gesetzt, 10 Minuten später eingesetzt. Da wisst ihr schon, okay, ein Trainer will euch einfach nicht Stamm spielen lassen, aber er muss euch spielen lassen. Oder einfach dann rausgenommen oder einfach da und dies und so weiter und so fort und dann andere Leute spielen lassen und so weiter und so fort. Falsche Position habe ich ein halbes Jahr gespielt, ich habe Stürmer gespielt und ich habe ja davor auch schon gesagt, mein Abschluss ist jetzt nicht der absoluteste, safe konnte ich. Das heißt, ich bin kein geborener Stürmer, auf jeden Fall nicht. Ich acker viel im Sturm. Das war so die Qualität, warum er mich dann immer spielen lassen hat, weil ich viel gelaufen bin. Aber an sich, weil, Digga, ich bin kein Stürmer so. Hand aufs Herz. Ich habe kein, ja, ich würde sagen, ich habe keinen guten Abschluss, keinen schlechten, keinen guten, etwas unterdurchschnittlichen Abschluss, würde ich sagen. So, ich habe in mir, um ehrlich zu sein, 100-mal mehr, viel mehr gesehen, als er in mir gesehen hat, weil er mich so versucht hat, ja, okay, guck mal, hier ist dein Platz, du spielst hier Stamm, aber das war's. Und ich habe mir gedacht, nein, einfach nein. So, bin dann im Winter. Das heißt, nach einem halben Jahr bin ich dann abgezogen. Oder nicht mal abgezogen. Ich habe Probetraining gemacht bei einer Verbandsligamannschaft. Problem war nur in dieser Verbandsligamannschaft, das war ein 99er-Jahrgang. So, das war also schon B-Jugend. Und ich wusste nicht, wie ich die. Also, ich habe zwar mit denen trainiert. Und zwar dann ein halbes Jahr lang. Ich habe bei beiden dann trainiert. Also, es wusste auch jede Partei. Und ich habe mir gedacht, okay, ich trainiere bei denen. Und natürlich war ich nicht der Beste da. Und natürlich wäre ich auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch kein Stammspieler gewesen. Aber ich hatte auf jeden Fall eine gute Chance in diesem Team, weil ich auf jeden Fall nicht der Schlechteste war. So, bin dann hingegangen, das waren die 99er und die haben gesagt, komm mal, du kannst mit uns trainieren. Und später dann kommen die 2000er. Und das 99er-Team war so stark, die haben Verbandsliga gespielt, dass sie dann in die Hessenliga aufgestiegen sind. Okay, die sind dann in die Hessenliga aufgestiegen in der B-Jugend. Nee, sorry, ich war B2 und die waren B1 und die sind dann, genau, das war alles in der B-Jugend, sorry. Ich habe gerade C-Jugend, glaube ich, gesagt. Ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit mit 99er trainiert und das waren halt starke 99er, die dann von der Verbandsliga in die Hessenliga aufgestiegen sind. Und trotz alledem habe ich mir keine Sorgen gemacht, weil ich ein halbes Jahr mit denen mittrainiert habe und auch schon abgeschlossen habe mit Oberrat. So, das heißt, ich bin auch kaum mehr zum Training gegangen, bin dann auch nicht mehr zu den Spielen eingeladen worden und so weiter und so fort. Das war mir alles egal, weil ich mir gedacht habe, geil, ich spiele jetzt Verbandsliga und mit Glück, wenn die wirklich aufsteigen, Hessenliga. Und das haben die auch gemacht. Die sind dann in die Hessenliga aufgestiegen und ich habe mir gedacht, geisteskrank, ich kenne das Team oder ich kenne zumindest ein paar Leute, aber da waren auch wirklich nur 2, 3, 2000er und so weiter und so fort. So, der Trainer meinte, guck mal, wir kennen dich, du bist cool, wir wollen dich haben, aber mach trotzdem beim offiziellen Training mit. So, offiziellen Training. Und dann waren Leute da und das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, was passiert jetzt? Digga, wir spielen gegen Blau-Gelb, das ist irgend so ein Billo-Club aus Frankfurt. Vom halben Jahr und jetzt sind so Leute im Training von Darmstadt, von Wiesbaden, einfach von NLZ. Krass. Also ich war zu dem Zeitpunkt einfach nur geflasht. Ich war einfach stolz auf mich selber, dass ich das so schnell so geschafft habe und gedacht habe, okay, vielleicht lebt der Traum noch. Der Traum lebt noch. Wie gesagt, ich war ja immer fußballverrückt und ich war wirklich verliebt in Fußball. Wirklich verliebt. Wirklich, wirklich verliebt. Das ist meine erste große Liebe, wird auch immer meine Liebe bleiben. So. Ich war, unfassbar verliebt in diesen Sport und habe mir gedacht, heftig, das ist geil. Das erste Training habe ich überstanden, war alles cool. Und dann gab es noch ein zweites Training, es war ein Abschlussspiel, 90 Minuten lang, 11 gegen 11. Nee, es war 11 gegen 11 zwar, aber auf der Bank waren noch ein paar Leute so. Also das heißt, wir waren, glaube ich, keine Ahnung. Im ersten Training waren, glaube ich, 40 Leute da und dann waren es nur noch 30. Die wollten den Kader auf 25 Leute haben oder auf 25, irgendwie sowas in die Richtung. Okay, der Kader sollte wirklich gut sein. So gut und gut bestückt, aber immer noch nicht zu viel. Und ja, in diesem Testspiel bin ich halt, habe ich halt absolut reingefloppt. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht warum, aber der Typ, ich spiele Rechtsflügel und mein Rechtsverteidiger hinter mir war wirklich mit einer der schlechtesten Fußballer, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. No, also an dem Tag. Also die hätten den ja nicht eingeladen, der ja so schlecht gewesen wäre. Aber an diesem Tag, ich glaube, es ist mit einer der schlechtesten Fußballer, die ich jemals gesehen habe. Und so hat sich das Ganze auch angefühlt. Viele Angriffe gegenüber unserer Seite, viele Stellungsspielfehler von ihm, viele Patzer von ihm, viele Fehlpässe in meine Richtung. Und es ist halt die Seite. Es ist halt die Seite. Und ich musste viel für zwei machen und habe sowieso nicht gut gespielt. Das heißt, das Ding war ein kompletter Reinfall. Und es war so,
Es hat sich angefühlt, auch für mich in den Momenten die ganze Zeit, Alter, es ist gerade zu viel für mich. Es ist zu viel. Aber ich weiß ganz genau, es wäre eigentlich nicht zu viel gewesen. Aber es war ein Komponent aus meiner Leistung und die Leistung meines Rechtsverteidigers, der hinter mir steht, der das eigentlich sicher machen hätte müssen. Es war einfach ein Zusammenspiel, so dass der Trainer, mit dem ich ein halbes Jahr trainiert habe, dann mir gesagt hat, ey, das nix, tut mir leid. Ich war so dermaßen am Boden zerstört, dass ich mir gedacht habe, wisst ihr was, Jungs, ich habe keine Lust mehr auf Fußball. So, ich lass einfach jetzt sein. So, das war in der B-Jugend, in der B2. Nee, ja genau, ich kam dann in die B1, also die 2000er waren dann die Ältesten in der B-Jugend. Ein Freund von mir, der es auch nicht geschafft hat, der auch dem auch abgesagt wurde, hat gesagt, guck mal, hier nebendran gibt es auch einen Verein, die spielen Verbandsliga. So, das hieß früher Jügesheim, danach hieß es Rottgau. Ich so, weißt du was, okay, kein Problem, die spielen das ganze Ding. Ich mache ein Probetraining. Ich wurde direkt genommen, Gott sei Dank, und der Trainer hat mir, also der Trainer zu diesem Zeitpunkt, das war ein unnormaler Trainer, der hatte, glaube ich, A-Lizenz oder sonst was. Der hat auch mal eine Herren Regionalliga trainiert und ich habe das direkt gemerkt. Der Trainer war unfassbar stark und er hat mir wirklich viel geholfen, weil ich war am letzten Tag bei der Probetag und ich musste zur Post meine Abmeldung schicken zu Oberrat. Und er hat mir wirklich viel geholfen, wie ich das Ganze machen kann und so weiter und so fort. Und hatte auch Geduld gehabt und so weiter und so fort, so dass ich dann dieses Team konnte. Das heißt, wir waren das erste Mal war ich Verbandsliga, das erste Mal war ich, glaube ich, der dritt- oder vierthöchste in meiner Schule, was halt wie gesagt auch Image ist. Es ist cool, es ist nice. Ihr kennt das alle, wenn ihr in der Schule seid und ihr seid ein guter Kicker, so ihr habt ein gewisses Image. So umso höher ihr spielt, desto nicer ist es auch, wenn ihr dann Sport macht oder so weiter und so fort. Ist halt einfach Fakt. Jeder, der in der Schule war, der weiß es so. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe meine Testspiele gespielt. Ich würde sagen, im Training war ich auch ziemlich stark, so dass dann der erste Spieltag kam. Und dieser erste Spieltag hat mir den Boden unter den Füßen genommen. Also der erste Spieltag war heftig, weil dann standen wir das erste Mal gegen ein NLZ, gegen den großen SV Darmstadt 98. Wie gesagt, 6 Monate vorher, ich spiele gegen Blau-Gelb. 6 Monate nachher, ich spiele gegen Darmstadt 98, ein NLZ. Okay, das war die B2 von Darmstadt 98, das heißt, es waren alles 2000er, wir waren halt 2000er und 2001er. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr es von NRZ war. Wie gesagt, wir sind hier noch an der Verbandsliga gerade, weil die B1 von denen hat Hessenliga, glaube ich, gespielt. Oder nee, Bundesliga gespielt. So, ich spiele Stamm. Trainer kommt zu mir und sagt, guck mal, du hast unfassbar gut trainiert, die Testspiele waren gut, du darfst Stamm spielen. Linker Flügel, kein Problem gewesen, wie gesagt, außen war für mich kein Problem. Ich würde sagen, die erste Halbzeit, ich habe ein unfassbar ordentliches Spiel gemacht. Wir hatten nicht so viel Zugriff auf das Spiel. Die haben viele Spiele gemacht, weil wie gesagt, wir waren alle jetzt keine aus LML. Wir hatten 2 Leute aus dem NLZ. Der Rest war wirklich auch, hat Gruppenliga oder sonst was gespielt. Das heißt, wir hatten nicht so viel Zugriff, aber wir haben, glaube ich, nur 1-0 zurückgelegen und haben sogar das 1-1 gemacht. Unser Rechtsverteidiger hat sich verletzt und ich weiß nicht, wie. Nee, unser Linksverteidiger hat sich verletzt und ich weiß nicht, warum mein Trainer das gemacht hat. Ich, wie gesagt. Wie schon am Anfang gesagt, das passt alles zusammen. Mein linker Fuß ist scheiße. So, mittlerweile geht er, aber mein linker Fuß damals war wirklich nur zum Stehen. Und mein Linksverteidiger hat sich verletzt und mein Trainer kam auf die Idee, mich das erste Mal in meiner kompletten Fußballlaufbahn gegen einen starken Gegner auf Linksverteidiger zu setzen. Und ich sag euch, wie es ist. Hand aufs Herz, tut mir bis heute leid. Wir haben dieses Spiel wegen mir verloren. Ist so. Was ich da gespielt habe, war wirklich peinlich. Also, wir haben 2 Tore wegen mir kassiert. Ein unnormaler Fehlpass, weil ich konnte halt mit links nicht machen. Und habe halt trotzdem versucht mit links. Fehlpass, Konter, Tor. Und einmal hat mich ein Spieler da komplett auseinandergenommen, weil ich einfach schon, mein Selbstbewusstsein war nach dem Pass sowieso am Ende. Und dann wurde ich gelocht von dem einen, habe noch versucht irgendwas zu machen. Er zieht rein, locht mich, Vorlage, Tor. Das Spiel geht auf meine Kappe. Wir haben unser erstes Spiel verloren, weil ich denke, wir hätten eine realistische Chance, da unentschieden rauszuholen, weil das 1-1 war eigentlich schon fast gefestigt. Es waren nur noch 20 Minuten zu spielen, als ich dann Linksverteidiger wurde. Aber ja, die 20 Minuten haben gereicht, um das ganze Team zu schaden. Ich weiß nicht, warum er mich da gemacht hat. Nach dem ersten Gegentor hätte ich mir schon gewünscht, er hätte mich rausgenommen. Weil da waren ja auch voll viele Zuschauer und so. Das war einfach scheiße. Hab mich dann noch in der Teamgruppe und so entschuldigt, weil ich wusste, okay, das Spiel safe auf meine Kappe. 100 Millionen Prozent. Ich habe mich echt scheiße gefühlt im Spiel und ich habe mich gar nicht mehr so richtig wohl gefühlt. Ich bin zum Training gegangen, habe meine Trainingsspiele gemacht. Nächstes Spiel war direkt Kickers. Das heißt, wir hatten die ersten 3 Gegner direkt und danach war WM Wiesbaden. Das heißt, die ersten 3 Gegner waren direkt die krassesten. Kickers Offenbach. Ja, mein Trainer sagt mir,
mein erster Trainer, und da kommen wir gleich auch vorbei, der erste Trainer, also der Cheftrainer, sagt, du spielst Stamm. Ich hatte nicht mal Leibchen an. Gibt mir dann 5 Minuten vor Spielbeginn doch ein Leibchen und sagt, ey, der andere spielt. Ich so, okay, weißt du was? Es ist die gesunde. Ich war nicht mal abgefuckt deswegen. Ich war einfach nur, okay, das ist die gesunde Strafe für das letzte Spiel. Ich habe echt scheiße gespielt. Hättest du mich auf meine Position spielen lassen? Okay. So, der Typ auf meiner Seite war nicht besonders krass in dem Spiel. Vor allem, ich habe mir gedacht, okay, er muss mich langsam einwechseln. So, ja, so, wir sind Flügel und wir sind so, okay, langsam aber sicher könnte er mich schon einwechseln, oder? Hat er nicht gemacht. Er wollte mich einwechseln, doch mein Co-Trainer war voll anti. Voll anti mich. Also wirklich anti, anti nur. No joke. Und dann hat mein Trainer gesagt, nee, lass ihn noch, lass ihn noch. Hab mich wieder hingesetzt. Ich bin die letzten 3 Minuten gegen Kickers offenbar reingekommen. Konnte natürlich nicht viel machen. Ich bin mir sicher in diesem Spiel, ich hätte rasiert. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem Platz steht und sagt, okay, das ist ein guter Tag? Und in diesen 3 Minuten, wo ich stand, habe ich mir gedacht, boah, eigentlich, das sind perfekte Bedingungen. Ich kann das wieder gut machen. Wie gesagt, in 3 Minuten konnte ich nicht viel machen. Wir haben auch in der 90. Minute, also kurz bevor ich eingewechselt wurde, also nicht, als ich war Gott sei Dank nicht drinne, haben wir Eckballtor bekommen, haben 1-0 gegen Kickers verloren. Das heißt, wir ersten 2 Spiele haben wir verloren. Ist okay, war in Ordnung. So, dann hatte ich immer mal wieder Spielzeiten, mal wieder nicht Spielzeiten und habe das Ganze schleifen lassen, so dass ich manchmal nicht zum Training gegangen bin, manchmal sogar unentschuldigt nicht gekommen bin und so weiter und so fort. Ich hatte keinen Spaß mehr so richtig. So, das war alles ein bisschen nur noch, okay, die Leistung wird festgemacht am Dings, im Training wurde ich gelobt, aber das sagen auch bis heute meine Mitspieler. Also viele sagen so, ey, wie kannst du im Training so gut gewesen sein, aber im Spiel so reinscheißen? Real Talk, es war so, ich war ein Trainingsspieler. Das heißt, im Training konnte ich, das war wie, okay, Modric spielt auch so, aber Modric ist im Training nochmal viel krasser als im Spiel. Jeder, der Trainingsaufnahmen sieht oder Mitspieler, die sagen das. Und bei mir war das ähnlich. Im Training konnte ich viel freier spielen und viel besser spielen. Und ich würde sagen, im Training, wenn es nur nach Trainingsleistung gäbe, ich wäre auf jeden Fall immer Stammspieler. Aber im Spiel heute konnte ich diese Leistung sehr wenig abrufen. Ich glaube, ich habe die ganze Saison eine Vorlage gemacht. In den Testspielen habe ich ein Tor gemacht, aber in der Saison habe ich eine Vorlage gemacht, weil ich auch nicht viel Spielzeit hatte. So. Dann so zum Winter hin war halt Katastrophe, war ich halt nicht gut dabei. Und zum Ende der Saison habe ich dann wieder viel gespielt. Stamm gespielt, aber es war es halt einfach nicht. Es war es halt einfach nicht. Ich hatte die Leistung nicht und so weiter und so fort. Und dann, als mein Trainer dann 4, 5 Spieltage entlassen wurde und mein Co-Trainer dann Trainer wurde, bin ich gar nicht mehr hingegangen. Ich habe die Gruppe verlassen, ich bin rausgegangen, weil ich wusste, der Bruder lässt mich nicht eine Sekunde spielen. Egal, ob wir selbst, er will lieber zu neun spielen, als mich zu spielen zu lassen. Das war mir von Anfang an klar. So, das war's dann. Das war das Kapitel der Verbandsliga, wo ich dann höher gespielt habe. Ich hätte mir das viel mehr, besser gewünscht, hätte mir das viel mehr. Schön, also ich habe mir das halt einfach schöner vorgestellt, als es dann im Endeffekt war. So, leider. Sehr, sehr leider. Aber gut, selbst das passiert auch. Und selbst das kann man verkraften. Und ich habe mir gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf Jugendsport. Ich habe keinen Bock mehr auf Jugend. Ich wäre in die A-Jugend gekommen und bin dann wieder zu meinem ersten Verein, VfB Offenbach. Bin dann wieder hingegangen und habe gesagt, hört mal zu, ich spiele Kreisoberliga. Ich denke, ich pack das. Ich bin zwar 16, aber ist kein Problem. Und diese Versprechungen, die die mir gemacht haben, haben sich auch gut angehört, weil ich hätte dann das erste Mal Geld verdient. Ich hätte mit 16 KOL gespielt, das heißt, ich hätte mit Männern zusammen gespielt. Ich hatte keinen Bock auf diesen Jugendsport mehr. Die haben mir das so versprochen, ich habe mich angemeldet. Kurz vor der Saison sagen die mir, ey, du bist 16, du brauchst eine Sonderregelung, wir haben das nicht durchbekommen. Du spielst jetzt in der zweiten Mannschaft und du spielst in der A-Jugend. Ihr müsst überlegen, die A-Jugend hat die A-Jugend hat auch Kreisklasse gespielt, Kreisklasse 1. Ich komme von Verbandsliga B-Jugend in eine Kreisklasse A-Jugend. Geistkrank. Geisteskrank. Ohne dass ich das wollte. Ohne dass ich das wollte. Und die zweite Mannschaft von denen hat Kreisliga B gespielt, glaube ich. Oder Kreisliga C, ist mir auch egal. Die zweite Mannschaft von denen so. Ich habe da oft gespielt. Aber auch nur Testspiele und Training. Also ich habe da die ganze Zeit nur trainiert und Testspiele. Weil wie gesagt, die Sonderregelung zählt ja auch für alle Herrenbereiche. Gut, ich war 16, ich wurde dann 17, habe dann in der A-Jugend gespielt. Wir haben das gemacht, was ging. Ich habe meine Tore geschossen, ich habe meine Leistung gebracht, aber ernst genommen habe ich das Ganze nicht. Logischerweise, Digga. Ich habe Verbandsliga gespielt und spiele dann auf dem Ackerplatz gegen irgendwelche Leute. So, weißt du, was ich meine? So, das war meine Einstellung. Vielleicht auch die falsche Einstellung, aber das war so das Mindset. So, als ich dann 17 wurde, war dann der Zeitpunkt erreicht, wo die mir gesagt haben: Okay, dies, das, du darfst jetzt gerne in der ersten Mannschaft spielen. Ich habe meinen eigenen Spind bekommen. Ich habe meine eigene Präsentation bekommen. Ich wurde vorgestellt. Das seht ihr alles, glaube ich, hier im Hintergrund. Das heißt, es war 17 und
Ich war offiziell Teil des ersten Teams. Und so war, habe ich mich auch gefühlt, so habe ich mich auch gefreut. Ich habe mit der ersten Mannschaft gespielt und so weiter und so fort. Der Trainer hat mir coole Versprechungen gemacht und so weiter und so fort. Es war alles cool. Ich habe auch die ersten Testspiele bei der ersten gespielt. Klar, darf ich, wurde ich nicht, war ich nicht Stamm, weil es waren halt 25-Jährige, 26-Jährige und du warst, wie gesagt, 17. Ist klar, ich kann auch verstehen, dass ein 17-Jähriger nicht kommen kann und sagen kann, ey, das ist mein Platz. Wobei ich in meinen Augen besser war als die. Aber so, ich kann es verstehen, so, weißt du, die haben auch mehr Erfahrung, wenn du, Digga, du spielst halt 8 Jahre mehr Fußball als ich. Natürlich bist du erfahrener als ich. So ist klar. Ich war halt schneller und ich finde auch einfach begabter so. Wie gesagt, hab dann da gespielt, Testspiele und der Trainer meinte, hör mal zu, guck mal, du bist noch nicht so krass an den Männersport gewöhnt. Spiel mal ein bisschen Dings, spiel mal ein bisschen Zweite. Du darfst mit uns trainieren, das habe ich auch, das war auch so, ich habe mit der ersten immer trainiert. Aber du darfst ein bisschen Dings, du hast, also du spielst mit der Zweiten. Und so habe ich dann die ganze Zeit Zweite gespielt. A-Jugend, wie gesagt, habe ich gar nicht mehr gespielt, weil ich wollte das nicht. Ich spiel mal ein bisschen Dings, heißt das, spiel mal ein bisschen zweite Mannschaft, Kreisliga C oder B, mit 17, Digga. So, weißt du, habe ich dann gespielt. Ja, da war die Motivation aber dann auch wirklich raus. Also die Motivation war wirklich raus. Ich bin mal zum Training gekommen, mal nicht und so weiter und so fort. Hab da auch meine Buden gemacht tatsächlich. Aber wie gesagt, sonderlich gut habe ich da nicht gespielt. So, dass ich mich gar nicht für die erste empfehlen konnte, weil für mich war es schon, das ist mager. So im Winter hat er mir gesagt, guck mal, zieh bis Winter durch und ich schwöre, ich zieh dich komplett hoch. Das war sein Versprechen an mich. Das hat er mir oft gesagt, trainier bis Winter, zieh bis Winter durch, weil dann bist du auch schon 18. Zieh durch. Ich so, okay, weil ich habe im Oktober Geburtstag. So, Anfang der Saison war ich 17. Ihr wisst ja, Anfang der Saison ist Juli oder so oder August und dann Oktober bist du dann 18. So könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Deswegen war ich immer so jung. Ja, auf das Ding war dann so, okay, was mache ich jetzt? So, also, was mache ich jetzt? Ich spiele in so einer zweiten Mannschaft, wo ich gar keinen Bock habe. Und habe das dann bis zum Ende durchgezogen, bis Ende der Saison und wollte eigentlich mit Fußball aufhören. Hab dann auch, glaube ich, nee, ich, genau, ich bin dann 3 Monate vor der Saison abgezogen wieder. Wollte dann eigentlich mit Fußball aufhören. Dann kam mein Cousin zu mir und meinte, ey, guck mal hier, hier ist Viking, ist voll der coole Verein. Und alle, die du kennst, also mit denen man aufgewachsen ist, alle sind da. Alle sind da, es ist nice, es ist cool und so weiter und so fort. Ich bin dann da hingegangen. Ja, wie gesagt, ich kannte halt jeden da. Es war jetzt nicht sonderlich heftig, aber ich kannte halt die meisten Leute da. Ich kenne die Le meisten Leute seit ich, keine Ahnung, Digga, seit ich 10 bin oder so. Also schon über 10 Jahre kenne ich die. Das war cool, weil man hat mit seinen Freunden zusammengekickt und das war es eigentlich auch. So, nach der Saison sind dann noch Leute gekommen, die ich noch mehr kannte, mit denen ich auch sowieso privat gechillt habe. Das war eigentlich ganz cool, aber auch da war die Motivation raus, hatte ich keinen Bock mehr, habe ich mit dem Trainer verkracht. Und war alles so wischiwaschi, so wisst ihr, ich habe da jetzt nicht unfassbar ernst gemacht oder unfassbar Mühe gegeben. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, das heißt, ich habe da auch schon versucht, immer das zu machen im Spiel, was ging. Aber ich bin nicht so oft zum Training gegangen, aber es lag nicht mal an der Motivation, sondern einfach, weil ich Zeit hatte und meine Priorität nicht mehr beim Fußball gesehen habe. So, und da ich keine Zeit hatte, hat das eine und das andere einfach nicht gepasst, so dass ich heute nirgendwo mehr tatsächlich stehe. Das heißt, ich bin seit, glaube ich, 5 Monaten vereinslos. Ich hatte den Schritt nach Amerika versucht. Das Problem war, ich hatte schon jetzt seit über einem Jahr Knieverletzungen. War auch schon beim MRT 2 Mal jetzt. Aber die können mir irgendwie auch nicht helfen. Aber immer, wenn ich mich anstrenge in meinem rechten Knie, oder ne, ja, also mittlerweile in beiden Knies, aber davor war es im rechten Knie, habe ich einfach unfassbare starke Schmerzen, so dass ich das in Amerika, ich war ja in New York für 2 Monate, habt ihr ja gesehen, dass ich da das auch liegen lassen konnte, weil ich wollte da studieren und dann halt ins College-Team. Das war eigentlich cool gewesen, aber wie gesagt, das war halt einfach auch nicht so das, was funktioniert hat. Seitdem bin ich vereinslos. Natürlich vermisse ich Fußball, Safe Call, und ich wünschte, ich hätte auch hier einen Verein in der Nähe, wo ich sagen kann, okay, ich muss da jetzt nicht sonderlich lange hinfahren, sondern ich gehe raus, 5 Minuten fahren und da ist es. So, aber ja, irgendwie gibt es keinen Verein, so was hier in der Nähe ist. Es gibt zwar noch Oberrat, aber da will ich nicht spielen, weil der Trainer damals tatsächlich immer noch da ist. Es gibt hier noch ein paar Vereine, aber da kenne ich niemanden. Alle, die ich kenne, sind jetzt bei dem Verein, aber da, wie gesagt, da will ich auch nicht mehr spielen. Deswegen glaube ich, hat sich das erledigt, fürs Erste. Wenn ich irgendwann umziehen sollte hier aus Offenbach oder so,
dann suche ich mir safe in einer neuen Stadt einen neuen coolen Verein, safe, wo auch coole Leute sind, wo vielleicht ein bisschen emotionierter ist, wo man dann ein bisschen kicken kann. Ansonsten würde ich sagen, bin ich erstmal oder bin ich fürs Erste raus bei Fußball. Das ist meine Fußballkarriere gewesen. Wie gesagt, es war jetzt keine unfassbare Profikarriere, es war jetzt aber auch nicht nur, ich habe Kreisliga gezockt. So ein gewisses Level damals hatte ich, aber an sich war das jetzt keine atemberaubende Karriere, würde ich sagen, oder eine Karriere, wo man sagen kann, okay, der müsste Profi werden. Wie gesagt, bis ich 10 war, würde ich sagen, war schon viel Erwartung in mich. Wie gesagt, weil ich war überall halt, überall, auf jedem Turnier, in jeder Schule, überall der Beste. Aber das ist halt mit 10. Und ab da würde ich sagen, wenn du dann, wie gesagt, bin ich ja rausgegangen und dann ab da ist die Sache auch raus. Ich hoffe, das Video hat dich interessiert. Ich gucke, ob ich doch ein bisschen was schneide, weil 31 Minuten sind schon heftig. Ein bisschen noch was rausschneiden muss ich sowieso, weil ich wurde jetzt angerufen, Klingel hat gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, ein paar Sachen werden rausgeschnitten, aber ich denke schon, dass das Video über 20 Minuten geht. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Wäre auf jeden Fall lustig, wäre auf jeden Fall cool. Lasst hier auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel. Und das war meine Fußballkarriere. Und dann sage ich nur noch, bis bald und ciao.